Hallo Leute, ich bin Daniel, euer Deutschlehrer von Like Germans. Im heutigen Video geht es um Herrn Müller. Heute ist sein erster Arbeitstag, wo er seine Kollegen kennenlernt und sein Büro. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr eigentlich beruflich macht. Und vergesst nicht, dass ihr das Video bis zum Ende anschauen müsst, um die Quizfrage in den Kommentaren zu beantworten. Leute, ich muss es nicht 100-mal erwähnen, wir haben ein Buch geschrieben, German Easy Reader for Beginners, was ihr auf Amazon bestellen könnt. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Heute fange ich endlich meinen neuen Job an. Ich freue mich schon seit Monaten auf diesen Tag. Ich habe 5 Jahre im gleichen Unternehmen gearbeitet. Dann habe ich gemerkt, dass ich neue Herausforderungen brauche. Also habe ich mich bei anderen Unternehmen beworben. Ich habe 5 Jahre im gleichen Unternehmen gearbeitet. Dann habe ich gemerkt, dass ich neue Herausforderungen brauche. Also habe ich mich bei anderen Unternehmen beworben. Die Vorstellungsgespräche liefen sehr gut. Es war ein harter Prozess, aber ich wurde angenommen. Für meinen neuen Job habe ich mich schick angezogen. Ich möchte unbedingt einen guten ersten Eindruck bei meinen Kollegen und meinem Chef machen. Oh, es ist schon 7:45. Ich sollte langsam losgehen, damit ich an meinem ersten Tag pünktlich bin. In meinem Vorstellungsgespräch habe ich schon meinen Chef und ein paar Mitarbeiter kennengelernt. Alle waren sehr freundlich. Ich hoffe, dass die anderen Mitarbeiter auch so nett sind. Wir haben auch viel über die Arbeit und meine Aufgaben gesprochen. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie alles in echt aussieht und ob ich mich zurechtfinde. Ich bin da. Hier ist meine neue Arbeitsstelle. Ich bin schon ziemlich nervös. Komm schon, Nico, du packst das. Guten Tag, mein Name ist Nico Müller. Ich fange heute an, bei Ihnen zu arbeiten. Hallo Herr Müller, herzlich willkommen in unserem Unternehmen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass Sie bei uns arbeiten. Hallo Herr Müller, herzlich willkommen in unserem Unternehmen.
Wir sind sehr glücklich darüber, dass Sie bei uns arbeiten. Vielen Dank. Ich freue mich auch schon sehr auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ich freue mich auch schon sehr auf die Zusammenarbeit. Ihr Büro ist schon vorbereitet. Sie haben ein sehr schönes Büro mit viel Licht bekommen. Ihr Büro ist schon vorbereitet. Sie haben ein sehr schönes Büro mit viel Licht bekommen. Super, vielen Dank. Super, vielen Dank. Mein neues Büro gefällt mir wirklich sehr gut. Hier habe ich alles, was ich brauche, um gut arbeiten zu können. Mein neues Büro gefällt mir wirklich sehr gut. Hier habe ich alles, was ich brauche, um gut arbeiten zu können. Hallo Herr Müller, schön, dass Sie bei uns sind. Wie gefällt Ihnen das Büro? Hallo Herr Müller, schön, dass Sie bei uns sind. Wie gefällt Ihnen das Büro? Hallo Herr Chef, bis jetzt gefällt mir alles sehr gut. Das Büro ist einfach toll. Können Sie mir noch mehr Informationen zu meinen Aufgaben geben? Hallo Herr Chef, bis jetzt gefällt mir alles sehr gut. Das Büro ist einfach toll. Können Sie mir noch mehr Informationen zu meinen Aufgaben geben? Natürlich, sehr gerne. Sie sind im Finanzteam und sind verantwortlich für unseren Jahresabschluss. Natürlich, sehr gerne. Sie sind im Finanzteam und sind verantwortlich für unseren Jahresabschluss. Das klingt super. Finanzen hatte ich auch als Schwerpunkt in meinem Studium. Das klingt super. Finanzen hatte ich auch als Schwerpunkt in meinem Studium. Deshalb haben wir uns für Sie entschieden, Herr Müller. Ihre Erfahrungen passen sehr gut zu den Aufgaben. Deshalb haben wir uns für Sie entschieden, Herr Müller. Ihre Erfahrungen passen sehr gut zu den Aufgaben. Kommen Sie kurz mit. Ich zeige Ihnen noch den Rest des Büros und stelle Ihnen die Kollegen vor. Kommen Sie kurz mit. Ich zeige Ihnen noch den Rest des Büros und stelle Ihnen die Kollegen vor. Super, super. Hier haben wir einen kreativen Raum, der die Kreativität fördern soll. Da hinten ist Lisa. Sie ist auch im Finanzteam. Hier haben wir einen kreativen Raum, der die Kreativität fördern soll. Da hinten ist Lisa. Sie ist auch im Finanzteam. Hallo Nico, schön, dass du in unserem Team bist. Wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit zu mir kommen. Hallo Nico, schön, dass du in unserem Team bist. Wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit zu mir kommen. Vielen Dank, Lisa. Das ist wirklich sehr nett von dir. Vielen Dank, Lisa. Das ist wirklich sehr nett von dir. Hier ist die Küche. Hier können Sie Ihren Kaffee trinken und Snacks essen. Hier ist die Küche. Hier können Sie Ihren Kaffee trinken und Snacks essen. Hinter Ihnen ist Samuel. Er ist der Teamleiter im Finanzenteam. Hinter Ihnen ist Samuel. Er ist der Teamleiter im Finanzenteam. Hallo Samuel, ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit dir. Hallo Samuel, ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit dir. Wir freuen uns auch sehr darüber, dich im Team zu haben. Ich komme später zu dir und zeige dir unseren aktuellen Stand. Wir freuen uns auch sehr darüber, dich im Team zu haben. Ich komme später zu dir und zeige dir unseren aktuellen Stand. Dankeschön, das weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön, das weiß ich sehr zu schätzen. Und das hier ist unser Gemeinschaftsraum. Wir treffen uns einmal die Woche, um den aktuellen Stand zu besprechen. Und das hier ist unser Gemeinschaftsraum. Wir treffen uns einmal die Woche,
um den aktuellen Stand zu besprechen. Alles sieht sehr hochwertig aus. Vielen Dank, dass Sie mir die Chance geben, mich zu beweisen. Ich freue mich schon sehr auf die gemeinsame Zeit. Alles sieht sehr hochwertig aus. Vielen Dank, dass Sie mir die Chance geben, mich zu beweisen. Ich freue mich schon sehr auf die gemeinsame Zeit. Frage für euch. In welchem Bereich arbeitet Nico Müller? A. Marketing, B. Verkauf oder C. Finanzen? Schreib einen Kommentar.